Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder den Great Vault angucken und den wollen wir mit einigen Charts aufmachen, denn ich habe jetzt seit letzter Woche endlich den Erfolg, dass ich jede Klasse einmal auf Max-Level habe. Und ja, ich war mit einigen in den Delphs unterwegs, mit jeder Klasse müsste es zumindest gewesen sein, dass ich 4 Delphs gespielt habe. Und ja, das waren halt alles quasi 8er Delphs, um dementsprechend die 616 Ausrüstung zu kriegen, um ein bisschen Temok mitnehmen zu können. Genau, also so langsam kommen wir auch weiter, was hier die 250 Delphs angehen. Ich glaube, die Woche werden wir das, denke ich mal, auf jeden Fall knacken. Zusätzlich war ich natürlich auch mit Main unterwegs, habe ein bisschen M Plus gemacht, war im Raid unterwegs. Wir sind jetzt auf den 2,5er Score. Und haben auch diese ganzen 10er, die ich brauche in Time, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Also ich habe jetzt die ganzen Keys in Time, bis auf einen, nekrotische Schneise, aber den habe ich aus Shadowlands schon fürs Portal, deswegen werde ich da gar nicht weitermachen. Heißt, im Plus bin ich eigentlich durch, ich werde jetzt wahrscheinlich jede Woche weiter 4 10er machen und zwar immer schön das Steingewölbe, um das Mount da auch noch ein bisschen farmen zu können. Genau, so viel zu dem Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir mal rein, was wir drin haben. Ich müsste alle Slots mit dem Main einmal aufgefüllt haben. Und ich hoffe, ich krieg was Gutes. Jetzt schauen wir mal. Oh, ich habe Wächter eingestellt. Ups, wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal. So, was haben wir drin? Wir haben im Raid-Slot... das ist dieser Biss-Umhang, ne? Der ist nicht schlecht. 626. Das ist natürlich eigentlich schon eine dicke Angelegenheit. Dann, was haben wir noch? Wir hätten einen Hals... 619, der ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Von den Stats her. Oh, der hat mega viel Versa. Der wäre eigentlich ziemlich gut. Und dann haben wir hier das Trinket. Ist das nicht das Biss-Trinket aus der Inni? Nee, das ist das, was uns hier, na, wie heißt's, das Toy beschwören kann. Oh, das müsste ich eigentlich fast fürs Toy nehmen. Ich sag's euch, jetzt bin ich schon arg am Hin und Her überlegen. Weil das wäre eigentlich tatsächlich schon... recht wichtig, wenn wir ehrlich sind. Gut, so viel zu den Items. Dann haben wir einmal Schultern. Die sind auf Mythos-Track. Heißt, ich könnte die halt auf Max upgraden. Eigentlich müsste ich diese Mythos-Track-Sachen mitnehmen im Optimalfall. Dann haben wir ein Trinket. Das ist ehrlich gesagt nicht so gut. Und dann haben wir eine Brust. Das ist quasi das gleiche wie jetzt die Schultern. Auch wieder Mythos-Track. Und das könnte ich ja halt dementsprechend auch auf Max upgraden. Zusätzlich haben wir dann noch aus den Delphs einmal eine Brust, aber gut, ich glaube, da habe ich schon so eine, oder? Schätze ich mal. Ja, das ist sinnlos und die zwei Items auch nicht. Also wenn, dann nehme ich die Schultern oder die Brust oder im Umhang bzw. das Trinket. Ich sage mal so, ich habe ja jetzt mit einigen Twinks auch den Endboss im LFR immer umgehauen. Vielleicht, mit ein bisschen Glück, klappt es vielleicht, dass ich, ja, das auch mit dem Twink mal drin habe. Deswegen nehme ich, glaube ich, nicht das Trinket tatsächlich. Sondern wir werden eins der anderen beiden nehmen. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja eigentlich vollkommen gleich, ne? Ob Schultern oder Brust. Wisst ihr was? Wir nehmen die Brust, weil da mehr Stats drauf sind. Ich packe den Katalysator und dann können wir sie upgraden. Machen wir es so rum. Warte mal, was sind auf der Brust für Stats? Da sind Tempo Mastery und auf der Schulter... Okay, das ist komplett das Gleiche. Ja, wir nehmen die Brust. Das wird wahrscheinlich das Sinnigste sein. Also prinzipiell bin ich so mit Gearen durch, ne? Also zumindest fürs T-Mog. Die ganzen Sachen könnte ich einfach alle upgraden. Dann hätte ich das Mythic T-Mog. Aber um es im Plus ein bisschen leichter zu haben, ne, das höher aufzuwerten, ist natürlich auch nicht verkehrt. So, packen wir das hier mal rein. Dann haben wir das Mythic T-Mog. Und dann würde ich sagen, hauen wir noch ein paar von den Marken raus. Wo haben wir es denn? Einmal hier. Diese Welt ist groß und wunderbar. Und zwar habe ich ein bisschen was gespart. Ich habe 76 von den Mythic-Marken. Achso, ich wollte gerade sagen, da stimmt doch was nicht. Dem kann ich es nur zweimal upgraden. Das muss ich natürlich upgraden. Kostet genau die 75. Und dann haben wir das Ding nämlich auf Max-Item-Level. Und dann geht das Grund-Item-Level auch nochmal ein bisschen nach oben. Ja, also besser wäre es natürlich gewesen, wenn ich direkt schon einen Tierteil drin gehabt hätte. Aber es hilft ja nichts. Gut, jetzt haben wir da noch eine Verzauberung drauf. Strahlende, kristallierte Strahlen, okay.
Und die noch kurz und dann sind wir eigentlich mit dem fertig. Also lieber hätte ich natürlich die Waffe gehabt, ne, die ich jetzt hab, dass ich sie noch auf Max upgraden kann, aber T-Teil ist auch okay. Da kann ich eigentlich nichts sagen. Ich hoffe jetzt, dass bei irgendeinem von den Twinks vielleicht dieses eine Trinket, was ich jetzt da eben drin hatte, wo man dieses Hidden Secret Toy kriegen kann, dass das hoffentlich auch irgendwo drin ist. Weil da rollen halt im LFR eigentlich alle drauf und das zu kriegen ist halt eher schwierig, ne? Und Raids, ja. Ach, letzte Woche war ich auch mal C-Raid, bin ich wo mitgelaufen. Den habe ich jetzt mittlerweile auch clear, ne? Aber, ja, heißt, HC-Raid lohnt sich eigentlich für mich ehrlich gesagt auch nimmer, weil ich da ja vom Item-Level auch schon drüber bin. Gut, dann sind wir mit dem schon durch. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die anderen noch. Als nächstes haben wir dann meinen Hexenmeister. Und mit dem war ich, wie gesagt, ein bisschen in den Dells unterwegs. Der hat jetzt 610. Und mal gucken, ob wir was Schickes kriegen. So eine Tierbrust zum Beispiel wäre ganz gut. Oder eine Hose oder sowas. Schauen wir mal. Einmal ein Umhang. Okay, wir haben einen Stab. Ganz gleichen habe ich schon. Dann das Ding habe ich auch schon. Ja gut. Gut, das LFR-Teil hat irgendeinen Proc drauf, ist aber lower. Ja, gut, das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Wir nehmen den Umhang, der ist zwar jetzt kein Riesen-Upgrade, 6 Item-Level mehr. Witzig, dass ich genau die zwei Teile schon habe, ne? Der hat sogar 8 Inis gelaufen, weil ich da nochmal einen anderen Char gezogen habe. Mit den allermeisten habe ich aber tatsächlich nur 4 gemacht. So, okay. Dann hätten wir den schon mal. Dann haben wir als nächstes den Priester. Und ja, mit dem habe ich 607. Da wäre eigentlich auch ein T-Slot wahrscheinlich das Beste, oder? Obwohl, ein Führerset hat er schon. Mal gucken, eine Brust wäre trotzdem nicht schlecht. Okay, was habe ich denn drin? Ich habe einmal eine Einhandwaffe. Habe ich auch die gleiche schon. Okay, interessant. Und Handgelenke. Und was haben wir hier oben? Oben haben wir einen T-Mock. Bin ich gerade überlegen. Gut, die Handgelenke, die ich habe, sind eigentlich auch ein Helden-Item. Nehme ich das T-Mock. Ja, das ist jetzt eine Überlegung. Ein Upgrade wäre es ja zumindest. Spare ich mir ein paar Marken. Von den anderen 17. Nee, komm, ich muss nur so auf den LFR rein. Wir nehmen das 616er Item. So. Hier mit den Chars laufe ich halt immer quasi die letzten beiden im LFR, um noch ein bisschen eine Chance auf das Mount zu haben. Deswegen haben die alle immer noch einen LFR-Slot zumindest, ne? Als nächstes haben wir dann meinen Magier. Der ist auch bei 608 und ja, so der ein oder andere T-Slot wäre eigentlich nicht schlecht. Waffe habe ich jetzt eigentlich schon ganz gute. Kopf passt auch. Was haben wir denn? Eine Hose. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Jawohl, die könnten wir nehmen. Den Umhang bräuchte ich sogar auch noch aus dem Vault. Aus dem Sindel sehe ich gerade. Okay. Ich nehme aber die T-Hose. Ich denke mir, den Umhang, den kann ich mit allen möglichen anderen auch noch kriegen. Und im LFR haben wir den Trinket. Na gut, das haut mir jetzt nicht vom Hocker. Dann kommen wir zu meinem Hunter. Und ja, der ist auch ähnlich equipped. Der ist bei 607, 608. Gucken wir mal, hat der schon hier einen T-Slot? Der hat noch gar nichts. Ich glaube, da habe ich die mal zurückgehalten. Mal gucken, was der so drin hat. Wie war ich mit dem? 8 Keys? Kann mich gar nicht dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, anscheinend bin ich zwischendrin ein bisschen durcheinander gekommen. Also, wir hätten einen T-Mock-Teil. Oder hier einen Trinket, wobei da habe ich schon relativ hohe. Die Waffe wäre eigentlich nicht schlecht und der Ring wäre auch nicht schlecht. Ich würde aber sagen, ich nehme tatsächlich hier die Waffe. Das wird wahrscheinlich das Sinnigste sein. 116er, ja. So, okay. Der nächste Char ist jetzt mein Worry und der ist bei 609, 610. Der hat auch schon Z-Bonus soweit, aber ein bisschen höhere Items könnt ihr noch brauchen auf den Slots. Mal gucken, dann wird man nämlich kleiner und T-Mock kriegen. Dann kann ich mir die nämlich in der Zukunft im Katalysator sparen. Okay, was ist denn das?
Haut mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Ich habe zweimal ein Kerzentoy. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was da besser ist. Ich würde sagen, das simme ich geschwind mal und dann gucken wir mal. So, dala, ich habe das jetzt mal durchgesimmt. So wie es aussieht, ist die Kerze doch ein gutes Stück besser. Den Worry habe ich jetzt in den Delves ehrlich gesagt selber gar nicht gespielt, sondern den habe ich immer mit dem Main mitgezogen. Aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht machen wir mit dem mal was, ne? Da ist es bestimmt nicht so schlecht. Und ich habe auch gesehen, dass ein anderes Trinket, was ich jetzt hier noch rumliegen habe, anscheinend sogar besser skalieren soll. Und zwar dieses hier. Dann legen wir das mal noch an. Gut, hätten wir das auch. Das kann ich sogar noch upgraden. Fürs nächste Mal check. Und dann kann ich eigentlich mal alle anderen Trinkets auch verkaufen. Weil man sammelt natürlich immer so einen Haufen Zeug. Oder, jawohl, eigentlich dürften die nicht besser werden mit dem. Können wir das andere hier noch upgraden? Kann ich sogar noch weiter upgraden? Ah, okay. Nee, ich kann es bis 610 kann ich es quasi so upgraden und dann ist erstmal Sense, weil dann bräuchte ich Marken und die muss ich natürlich sparen für das ein oder andere, was ich dann noch für Chemok brauche. Okay, dann können wir aber die anderen Trinkets schon mal weghauen. Die brauchen wir dann anscheinend nicht mehr. Und gut, dann würde ich sagen, schau mal auf den nächsten Char. So, als nächstes haben wir dann noch den DK. Mit dem bin ich jetzt 610 und bei dem würde ich auch tatsächlich gutes Gear brauchen, denn das ist einer von den Chars, wo ich die anderen ziehe. Und dementsprechend bin ich mit dem auch ein paar mehr gelaufen. Okay, wir haben eine Brust, die bringt mir gar nichts. Dann haben wir Handschuhe, das wird mir ein bisschen was bringen. Und dann haben wir ein Trinket. Und was ist das hier? Das ist nochmal ein T-Mog. Ja, ich werde die Handschuhe tatsächlich mit dem Char nehmen. Kann ich auf kurz oder lang dann mal einen Katalysator packen und eventuell mal upgraden. Machen wir das mal so. Packen wir die raus, nehmen die noch mit rein. Und dann muss ich mal gucken. Ja, ein paar Marken habe ich zumindest auch schon mit dem. Also da können wir dann demnächst mal ein bisschen was upgraden. Dann haben wir als nächstes hier meinen Evoker. Den habe ich erst letzte Woche auf Max-Level gespielt. Dementsprechend hat er noch einige Slots, die nicht sonderlich gut equipped sind. Und ja, mal gucken. Ich kann quasi fast alles brauen, ne? Also fast. Schauen wir mal, ein T-Slot wäre ganz gut. Das ist, glaube ich, noch ein Vault von der Woche davor, kann das sein? Ich habe nämlich ein bisschen Timewalker gespielt, wo Burning Crusade Timewalker war, um noch da das T-Mog zu farmen. Ich glaube, das ist noch daher. Na super. Ausgerechnet dem Slot habe ich in 610. Na ja, gut. Ich kann fast alles gebrauchen, sagte ich, und dann kriege ich sowas. Okay, hier haben wir den Kopf und Schultern. Eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, Schultern haben weniger Stats drauf als ein Kopf, ne? Ja, wir nehmen den Kopf. Ja, ich denke mal, das ist kein schlechtes Item. Schön mit Set. Haben wir noch einen T-Mog mehr. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier meinen Paladin. Das ist übrigens der Char, mit dem ich Zinrock gefarmt habe, ne? Deswegen heißt der Zinrock. Und ja, mit dem gucken wir jetzt auch mal rein. Der kann eigentlich auch fast alles gebrauchen. Was haben wir denn da? Wir haben T-Hände und die T-Brust. Und dann haben wir hier noch einen Ring. Das ist sogar der Bissring, glaube ich, ne? Aus dem LFR. Aber wir holen uns jetzt lieber ein 616er-Item. Und gucken, dass wir da mal ein Set zusammenkriegen. Es gibt nämlich auch noch einen T-Mog. So, wenn ich jetzt noch ein paar Dells laufe, dann kriegt er das so nach und nach, denke ich mal, auf 606. Und mit den 616er-Items füllen wir dann so ein bisschen auf noch. So, dann haben wir jetzt hier meinen Demon Hunter. Der ist auch relativ frisch erst auf Max-Level. Seht ihr, der hat teilweise nur 450er-Items an. Der kriegt zwei Trinkets. Glaub, das hat ja bei dem Worry nicht schlecht skaliert. Komm, ich nehme einfach das Trinket. Ich habe jetzt da keinen Nerv durchzusimmen. Den ziehe ich jetzt eh bloß tatsächlich mit, ne? Wenn dann beim DK oder bei meinem Main ist der quasi am Anfang AFK mit im Laden mit drin und gut ist. Naja. Gear-Teil wäre natürlich besser gewesen, ne? Also halt eins, was T-Mog bringt, aber gut, jetzt ist halt nur ein Trinket. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Hexenmeister. Den werde ich jetzt wahrscheinlich ab
dieser ID dann stehen lassen und nur mit dem anderen weitermachen, ne? Mit dem war ich jetzt halt auch immer in den Delves drin, aber ich wollte jetzt eigentlich von jeder Klasse nur einen quasi über Delves gehen. Aber naja, wenn wir schon hier noch einen Vault haben. Okay, hier hätten wir jetzt einen Toy und einen Umhang und noch einen Umhang. Ich werde den Umhang einfach nehmen, wo ich einen Temok krieg. Ich glaube, den hatten wir vorher auch schon mal drin, ne? Gut, dass ich ihn da nicht genommen habe. Keine Ahnung, ob das Trinket jetzt besser ist, aber da geht das Temok tatsächlich vor. So, wunderbar. Der nächste ist dann hier der Schurke. Den habe ich auch erst ganz neu seit der Woche. Und ja, der kann auch noch einiges gebrauchen, würde ich sagen. Was haben wir denn da so noch? Ring und Hals und Handgelenke auch noch aus letzter Expansion. Jetzt gucken wir mal. Der Ring ist natürlich das Lauste, aber Hände wären natürlich besser wegen Temok, deswegen nehmen wir jetzt die Hände hier mal. Und den Ring, ja gut. Den kann ich dann nehmen, wenn ich sonst die Temok-Slots quasi fertig habe. Sudala, dann haben wir jetzt hier noch den Shami. Den habe ich auch relativ neu. Wobei, ich glaube, letzte Woche hatte ich den auch schon, ne? Aber der ist jetzt zumindest erst eine Woche alt. So, was haben wir denn hier? Brust und wir haben einmal Schuhe. Wir nehmen die T-Brust. Gut. Ah ja, so nach und nach geht's aufwärts. Dann haben wir jetzt noch den letzten Char. Und zwar ist es der Monk. Der ist auch relativ frisch. Also den habe ich, glaube ich... tatsächlich seit letzter Woche, oder? Der hat noch kein 616er Item an? Ne, genau. Und ja, mit dem müsste ich auch 4 Devs gewesen sein. Was haben wir denn? T-Set. Na komm, nehmen wir das 616er Item. Ja, ja. 577 hatten wir vorher an. Ist auf jeden Fall ein Upgrade. Gut, dann waren wir jetzt mit allen Chars durch. Das müssten jetzt alle Klassen gewesen sein. Außer ich habe irgendwen vergessen und halt zweimal Warlock, ne? Weil ich halt dementsprechend den auf dem 4. Account am Anfang durch die ganzen Rares und anderen Gedönse schon auf Max hatte. Und ja, damit sind wir durch. So nach und nach werden meine ganzen Twinks gegiert und beim Main sieht es ja jetzt auch ganz gut aus. Und ja, schreibt mir gerne Kommentare, ob ihr irgendwas Cooles gekriegt habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.